Ich erinnere mich gern daran, dass ich in der Schulzeit gut gestartet bin, dann immer schlechter wurde und immer schlechter wurde. In der 9. Klasse war es furchtbar und da habe ich beschlossen, jetzt will ich ein guter Schüler sein. Und da die Lehrer das nicht gemerkt haben, habe ich mich dann umgesetzt aus der Rüpelreihe heraus neben die zwei peinlichsten Streberinnen meiner Klasse. Und das war der Auftakt einer Liebe. Ich bin heute mit meiner Banknachbarin verheiratet und seit 27 Jahren glücklich. In der Grundschule gab es bei uns auf dem Dorf noch die Prügelstrafe. Das kannte ich von meinen Eltern nicht und das ist mir furchtbar nahe gegangen. Ich war da regelrecht aufgewühlt. Ich selber bin zwar nicht verhauen worden, aber ich mochte hinterher 3 Tage nicht zur Schule gehen, weil ein Mitschüler tatsächlich mit einem Rohrstock, man glaubt das kaum, 1967 war das noch, verhauen worden ist. Und es hat damals aber auch einen kleinen Skandal gegeben, weil meine Eltern da dann energisch eingeschritten sind.